Einen wunderschönen, spionagemäßig guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder beim Movie Check und zu der Trailer-Reaction für den ersten Teaser-Trailer zu Black Widow und damit dem Einstand von Marvel's Cinematic Universe und seiner Phase 4. Black Widow kehrt zurück, nachdem sie, Spoiler-Alarm für all diejenigen, die Avengers Endgame noch nicht gesehen haben, sich auf dem Planeten Vormir geopfert hat, um den Avengers den Zugang zum Seelenstein zu ermöglichen. Und dementsprechend war ja lange Zeit nicht ganz klar, okay, wie ordnen wir jetzt in der Phase 4, während die Geschichte der Hauptcharaktere ja eigentlich weitererzählt wird, diesen Film in die Chronologie der Filme des bisherigen MCUs ein. Und es ist klar inzwischen, dass der Film 15 Jahre nach dem Fall der Sowjetunion spielen wird, also so um die 2014, 2015. Damit wird es ein bisschen knapp, den tatsächlich in den chronologischen Rahmen des MCUs einzuordnen, denn der Film soll eigentlich nach den Ereignissen von Civil War spielen und der kam ja, glaube ich, 2016 raus. Dementsprechend, da ist eine kleine Diskrepanz, aber 15 Jahre, 16 Jahre, das ist ja am Ende Jacke wie Hose, wenn es nur auf ein paar Tage letzten Endes ankommt, nicht unbedingt der Rede wert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe den Trailer jetzt noch nicht gesehen, wollte tatsächlich einen ungeblümten Eindruck auch meiner eigenen Reaktion auf diesen Trailer euch vermitteln und danach natürlich auch mit euch gerne in den Kommentaren diskutieren, was euch, falls mir irgendwas nicht aufgefallen ist und ich es deswegen nicht anspreche, aufgefallen ist. Ja, dementsprechend, long story short, gucken wir uns den ersten Trailer zu einem der ersten Filme der Phase 4 des MCUs an, Black Widow, und play. Das ist Budapest. Früher hatte ich nichts. Flashback-Szenen, okay. Dann bekam ich diese Aufgabe. Avengers. Hawkeye. Diese Familie. Fury! Nice. Aber nichts hält für immer. Ein neues Marvel-Studios-Logo, finde ich cool. Ich hörte, sie mussten schnell verschwinden. Das ist Nugati-Palais. Das ist heutzutage nicht leicht. Budapest. Okay. William Hurt. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe viele Leben gelebt, aber ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. Nice. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du das weißt. Unterhalten wir uns jetzt wie Erwachsene? Okay. Sind wir das denn? Nice. Mr. und Mrs. Smith. Schmerz. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Schwesterchen. What? Warum kommst du nach Hause? Krass. Wir haben noch was zu klären. Wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Na super. Eins ist sicher. Es wird ein grandioses Wiedersehen. Yeah. Red Guardian, geil. Passt immer noch. Geil. Die Familie. Endlich wieder vereint. Ist das gut? Du bist fett geworden. Nice. Geil. Black Widow. Krasser Scheiß. Ja, nice. Okay, also was sich im Vorfeld auf jeden Fall schon mal bestätigt hat, ist, dass wir mehrere Black Widows sehen und den Red Guardian, gespielt von David Harbour. Was ich natürlich mega krass finde, ist, dass dieser Trailer heute schon erschienen ist, ja, weil die letzten Tage ist ja eigentlich hieß, okay, der Trailer soll auf der CCXP erscheinen und dann haben sich aber die Ereignisse überschlagen und dann hat meines Wissens nach Movie Jones als Erste hier in Deutschland darüber berichtet, dass der Trailer eventuell sogar schon vor der CCXP erscheinen soll. Und ja, jetzt ist er tatsächlich hier und ich bin einfach nur massiv geflasht, ja. Die Heldin oder der Charakter, der neben Hawkeye überhaupt keine wirklichen, echten, übermenschlichen Fähigkeiten besitzt, sondern einfach nur gut trainiert ist, kriegt seinen ersten Solo-Film und die Sorge war ja, kann das überhaupt funktionieren oder nicht? Und das, was ich jetzt hier am Bildmaterial sehe, überzeugt mich auf jeden Fall, denn Natascha Romanoff hat sich über die Filme immer weiter geöffnet, nicht nur dem Publikum, das mehr über sie erfahren hat, sondern auch den anderen Charakteren, dem Team, der Familie, wie sie es in Endgame und hier auch jetzt im Trailer nochmal gesagt hat.
Und dementsprechend hat sie tatsächlich eine sehr, sehr starke emotionale Entwicklung durchgemacht. Sie hat ziemlich viele Verluste erleben müssen. Ihr ganzes Leben ist an sich vom Verlust geprägt. Und jetzt holt sie ihre eigene Vergangenheit als Black Widow im Auftrag eins des KGBs stehend ein. Und wie das aussehen wird, da bin ich schon echt gespannt drauf. Denn Taskmaster scheint ja der Hauptantagonist im Film hier zu sein. Das ist ein Charakter, der an sich auch keine wirklichen übermenschlichen Fähigkeiten hat, aber dafür extreme Reflexe und eine extrem krasse Auffassungsgabe hat, um die Techniken des Gegners relativ schnell zu erkennen und dann darauf zu reagieren. Also ähnlich eigentlich dessen, was Friday in Civil War gemacht hat, die Kampftechnik von Captain America analysieren zu können und dann das parieren zu können und dann die Oberhand zu gewinnen. Das kann Taskmaster allerdings von Natur aus und ist dementsprechend einer der wahrscheinlich krassesten Gegner für einen Charakter wie Black Widow. Und dementsprechend ist das auch ein Kampf dann auf Augenhöhe. Dementsprechend sollte man also nicht erwarten, dass es da irgendwie um overpowered Characters geht, wie keine Ahnung, jetzt Black Widow gegen irgendeinen krassen Gegner ins Feld ziehen zu lassen, sondern das ist tatsächlich ausgewogen und das verspricht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cooles Action-Kino. Was ich auch richtig toll finde, ist, dass wir mehr über die Vergangenheit von Natascha Romanoff, aka Black Widow, erfahren werden. Der Inner Circle der Black Widows wird hier geöffnet. Wir sehen Florence Pugh und eben David Harbour in ihren Rollen als ehemalige Mitglieder dieses Inner Circles, eben Florence Pugh in der Rolle von wie hieß sie jetzt nochmal, Yelena Belova, auch eine Black Widow. Dann werden wir auch noch Rachel Weisz sehen, die ebenfalls eine Black Widow spielen wird und natürlich David Harbour als Red Guardian, das quasi sowjetische Pendant zu dem amerikanischen Captain America. Ja, wie das alles jetzt zusammenpasst, da bin ich schon echt massiv gespannt. Was ich auch richtig cool finde, ist die Szene, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. William Hurt als Verteidigungsminister Thunderbolt Ross kehrt auch hier wieder zurück. Passt natürlich auch nach Civil War und dem Super Hero Registration Act, also diesem Registration Act aufgrund der Ereignisse von Sokovia, also Avengers Age of Ultron, haben wir natürlich hier eine ganz krasse elementare Rolle von William Hurt verkörpert dargeboten bekommen, der quasi es geschafft hat, aufgrund von diesem juristenpolitischen Quatsch und bürokratischem Quatsch die Avengers zu spalten, mitunter zu spalten. Natürlich hat Baron Zemo auch seinen Teil dazu beigetragen. Long story short, William Hurt als Thunderbolt Ross ist ein Charakter, der uns seit Incredible Hulk begleitet, dann aber jahrelang auch quasi am Boden war, jedenfalls in der Versenkung verschwunden ist, nicht emporgekommen ist, erst als General in Incredible Hulk agiert hat, dann aber auf einmal wieder aufpoppte als Verteidigungsminister und das ja tatsächlich auch bis Endgame durchgezogen hat. Seine größte Rolle bis dahin aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die in Civil War, muss man eigentlich sagen, durch diesen Superhero Registration Act. In Infinity War und in Endgame hat er ja an sich nur Cameo-Auftritte. Jetzt dürfte er aber tatsächlich wieder mehr ins Rampenlicht und auch in den Fokus und somit auch in den Fokus des Interesses der Zuschauer kommen. Denn dieser Charakter hat natürlich massives Potenzial. Dadurch, dass er an sich ja immer Bruce Banner nachgeeifert hat, und nachgejagt hat, um an das Serum, an die Formel zu kommen, um Supersoldaten zu züchten, gibt es natürlich auch einen Handlungsstrang, in dem er sich selber das Serum injiziert und zum Red Hulk wird, also einer roten Formel des unglaublichen Hulks, der aber wirklich vor Wut im wahrsten Sinne des Wortes brennt und die Welt zerstören möchte aufgrund seiner massiven Kraft und damit er auch Potenzial hat, zumindest in einem der mittleren Avengers-Filme, sollten sie denn zukünftig auch angekündigt werden, tatsächlich einer der Gegner werden könnte. Nicht der Hauptgegner von Marvels Phase 4, aber vielleicht ein kleiner Zwischengegner, beispielhaft oder vergleichbar mit Ultron in den Phasen 1 bis 3. Ja,
Genau, das ist so mein erster Eindruck. Ich bin gespannt, ob wir auch einen Blick auf Hawkeye bekommen werden. Das würde ich mir richtig, richtig wünschen. Wobei man sagen muss, dass nach Civil War er ja eigentlich bei seiner Familie mit der Fußkette ist und dementsprechend ja nicht in der Lage ist, Pfeil und Bogen zu zücken. Die erste Aktion, die Hawkeye getroffen hat, wieder als Hawkeye bzw. als Ronan aufzutreten, war ja in Infinity War der Snap bzw. am Anfang von Endgame der Snap von Thanos und das dadurch bedingte Verschwinden seiner Familie, was ja Auslöser war, die Fußfessel abzunehmen und als Ronan dann quasi ein Massaker unter den Bösewichten auf der Welt anzurichten. Ja, das auf jeden Fall jetzt erstmal bis zu dieser Stelle mein erster Eindruck. Kate Shortland ist hier die Regisseurin und Henry Jackman heißt er, glaube ich, Henry Jackman, genau, ist der entsprechende Komponist. Und wenn das, was er an Soundtrack liefert, dem auch nur nahe kommt, was wir hier im Trailer an Spannung, an elektrisierendem Sound vernommen haben, dann kann das auch musikalisch tatsächlich ein Film werden, der, und damit wäre er nicht unbedingt so in einer Reihe mit vielen anderen Filmen des MCUs zu nennen, ein Film auf jeden Fall werden, der tatsächlich auch durch den Soundtrack sich ein bisschen abheben kann von anderen Marvel-Filmen. Ja, was ich damit sagen möchte, viele Marvel-Filme haben einfach einen Soundtrack, der nicht unbedingt sich dadurch auszeichnet, dass auch jeder Charakter sein eigenes Thema hat. Ausnahmen bilden die Avengers oder Captain America oder Iron Man natürlich. Man könnte auch meinen, dass Thor ein eigenes Thema hat, das würde mir jetzt aber spontan nicht unbedingt einfallen, beziehungsweise ins Ohr kommen. Aber so die anderen Charaktere hatten so angedeutet zumindest immer ein Thema und wenn Black Widow jetzt hier diesen elektrischen Sound für sich auf jeden Fall pachten könnte und daraus auch ein richtig geiles Thema entsteht, dann fände ich das auf jeden Fall toll, weil ein Film eben nicht nur das Bild ist und die Action und die Schauspieler und das Drumherum und das Bum-Bum, sondern eben auch der Soundtrack, der ja eben auch zum Charakter passen muss. Und das, was hier im Trailer zu hören ist, das passt auf jeden Fall schon meiner Ansicht nach verdammt gut. Das war mein Ersteindruck zum ersten Teaser-Trailer zu Black Widow, der uns Ende April in den Kinos erwarten wird im nächsten Jahr. Was sagt ihr dazu? Wie hat euch der Trailer gefallen? Freut euch auf die Phase 4 des Marvel Cinematic Universe? Da bin ich auf jeden Fall massiv gespannt. Wenn ich was übersehen habe, auch bitte in die Kommentare damit. Da unten könnt ihr abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Bing, 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 bing. Ansonsten kriegt ihr nämlich von YouTube keine Info, dass ich mal wieder was hochgeladen habe. Hier unten könnt ihr auch gerne abonnieren und meine Social-Media-Kanäle auschecken. Abonnieren geht natürlich da unten, was laber ich. Und deswegen, bevor ich mich im Kopf und Kragen rege, nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.